Da war jetzt nicht so sicher. So, diesmal haben wir auf jeden Fall genug Leute vor uns. Oh, du bist 20. Wo bin ich denn? Ich habe mich übersehen. Ich bin Du bist Fünfter? Fünfter, ja. Okay. Du nicht mehr. Hilfe! Liegst auf Ich dem bin Bauch. Letzter! Wollen wir neu starten? Nein! Ah. Wow! Ich konnte ja nicht wissen, dass du gleich den Hamilton machst. Ich dachte, der hat gewonnen. Ja, aber am Anfang ist er genau in die Mitte gefahren. Und am Ende hat er auch nur gewonnen wegen Oh. Boxentaktik. Mit dem fahre ich auf jeden Fall direkt deutlich schlechter, ja. Also jetzt mal von dem Überschlag abgesehen. Der war ja extern verschuldet. Er war extern erzwungen. Verschuldet weiß ich nicht. Da war ich nicht ganz unbeteiligt. Wie bin ich denn hier vorher durch die Kurven gekommen? Fahre ich Also einfach zu schnell? Bremse ich zu schlecht? Zu spät? Oder habe ich vorher nur immer die KI hier überall als Bumper benutzt? Ich glaube, das war das Geheimnis. wieder am ersten dran. Bin gleich wieder am 20. dran. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ich habe jetzt den Audi hier zwei Plätze nach vorne geschoben. Was quasi positiv gestukert. Wo bist du? 12. 13. Jetzt 12. Oh. Mach gerade eine Kaffeefahrt. Oh. Ich nutze das und stuker die Leute ein bisschen. Ich sehe dich, also fahr ruhig. Schönes Geräusch. Gerade den Wagen hier einmal an der Leitplanke lang geschoben. Fingernägel auf Tafel. So, jetzt kommen die Stellen, wo ich mich vorhin nur gedreht habe. Ich habe mich jetzt ein bisschen besser an den Wagen gewöhnt. Der war. Upp. Bei der Corvette hatte ich weniger Probleme am Anfang, dass die mir direkt ausgebrochen ist. Aber ich glaube, ich fahre jetzt einfach Niederturiger. Wie kannst du nur zwölf Ach! und dritten fahren? Alle anderen Gänge sind tot. So, ich hätte mich wieder quergestellt, hab mich gerade mal von einem wieder gerade rammen lassen. Und nichts gelernt. Direkt rein stukern. Das ist doch unser Motto. AT Racing, wir haben nichts gelernt. Ist gut. Wir sollten mal ein Logo machen und Merchandise.
So, bei 7000 Umdrehungen. Im zweiten. Da beißen die. Oh, 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 oh. Ah! Ich krieg den auch kein Stück abgefangen. Ja. Wenn ich den einmal irgendwie einen ramme. Oder irgendwas. Der ein bisschen quer geht oder irgendwie so das Heck verliert. Upp. Ist der sofort weg. Also ich kann das ja sowieso nicht. Pass auf, wenn du in die auf die Autobahnauffahrt fährst, da habe ich mich dreimal gedreht. Einfach beim leicht durch die Kurve fahren. Als Vorwarnung. Okay. Da ist er gerade. Da war so ein Lambo vor mir, an dem ich nicht vorbeikam, deswegen bin ich sowieso vorsichtig. Oh, gezwungen gewesen, vorsichtig zu fahren. So, die Green Gate Bridge. Ich bin im Tunnel. Ich glaube, ich habe ein klein bisschen Vorsprung. Gleich kommt der Sprung. Ich glaube, ich weiß, dass dein Problem war, nämlich einfach Bodenwellen. Das kann sein, dass doch jeder Boden. Weil jedes Mal bei einer Bodenwelle oder sonst irgendwie was, wenn du da dann. Erstens, wenn du auf dem Pin stehst, genau. Wenn du da an der falschen Stelle im Drehzahlbereich bist. Und sobald das Heck weggeht, ist hier echt Feierabend. Hui, ich kann fliegen. Oh, ich habe keinen Unterboden mehr. Wenn das Schaden richtig an wäre. Ah. Wenn Schaden richtig an wäre, wäre mein Rennen nach 2 Sekunden zu Ende gewesen. Ja. Ah. Gut, ich habe einen Helm auf. Jetzt kommen wir in den Teil, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, weil ich hier vorher nicht gefahren bin. Ja, du musst das fahren wie eine Rallye. Die bremsen alle vor dem Sprung. Wuhu! Ja, ich will mit dem hier mal Hockenheim fahren. Nürburgring, Entschuldigung. Nordschleife oder Nürburgring? Nordschleife. Die gehört ja zum Nürburgring. Ja, aber man kann sie auch zusammenfahren. Ja. Also so ist nicht. Wir können sie auch die Option gibt's auch. Ganz viele Hütchen. So. Vorbeigeschummelt. Ah, ich glaube, das ist das Ziel. Ja. Diesmal bleibe ich bei der zweispurigen Straße mit Mittelspur, bleibe ich diesmal auf der rechten Seite. Ich bin jedes Mal rübergefahren, wenn ich es konnte. Ich bin links, rechts, links, rechts. Und meine KI hat mit Bande gebremst. Ich bin links gefahren das letzte Mal. Also den hier würde ich mir auch in echt kaufen, der sieht von innen ganz nett aus. Yay! Oh oh! Ein passendes Ende. Ich sehe was im Rückspiegel. Na, Detlef, bremst du noch? Nicht ganz. Pong. Da kommt der Rest. Bom. Hey, Jani hat sich aufgelöst. Darren auch. Nimm nur den Namen. Pong, Pong. Mir ist ein Lamborghini reingefahren. Ja, erfolgreicher Tag. Okay. Also mit dem Auto geht es deutlich besser. Das ist jetzt der McLaren wieder, okay. Ich glaube, bei dem bleibe ich.